zurück. Hier stehst du nicht allein. Es ist wie ein Märchen, weil das Gute sieht, sind wir erst zufrieden, wenn der Feind am Boden liegt. 3, 2, 1 und raus. Wir springen immer und so funktionieren, wie man das uns sagt. Es ist, und ich um meine Entschuldigung, von dem Rest der Welt. Hörst du Bomben fallen, die Nacht erhellen? Danke. Danke. Wer von euch war schon mal richtig doll verknallt? Ja, melden. Keiner? Da hinten, hey, guck mal hier vorne. Hey, bist du noch zu haben? Ja, das nächste geht halt darum, dass man halt auf Wolke 7 schwebt, tralala und so weiter und so fort. Und dann nachher doch merkt, das ist doch ganz schön groß mit dir, da sind doch so ein paar andere Macken. Muss man halt ein bisschen umentziehen, aber geht halt nicht so schnell. Und dann denkt man, ach, alles kacke. Und ja. So, wie geht's? Manchmal denke ich drüber nach, die Welt mal zu erkunden. Mit dir hier im Zeppelin-Club dreh ich meine Runden über Spanien, England, Usbekistan, meine Wege nach Hawaii. Fliegen wir über den großen See alleine, nur wir zwei. Wenn die Luft zu stickig wird, springen wir herab. Und wenn uns mal der Hunger kriegt, essen wir uns satt von all der Freude, all der Lebenslust und der Zufriedenheit. Die Leidenschaft, die Zuversicht und der Menschlichkeit. Fliegen wir über den großen See alleine, nur wir zwei. Fliegen wir über den großen See alleine, nur wir zwei. Komischerweise durch das Chaos aus. Keiner klatscht mehr Applaus. Die Wohnung steht jetzt leer, ich spüre kein Gefühl. Der große geplante Traum ist nur noch ein alter Baum. Alter,
und habt euch wiedererkannt. Oh mein Gott. So. Naja, es ist ja so, die beiden brauchen auch Abwechslung. Und da komme ich natürlich sehr gelegen, weil ich ja nun gewisse Qualitäten habe. Ich habe relativ lange Finger, gerade beruflich bedingt durch Klavierspielen. Und zu zweit Musik machen macht ja nicht so viel Spaß wie zu dritt. Und so dachten wir uns, versuchen wir es doch zu dritt mit dem Philipp. Vielleicht könnte das ja klappen. Und bis jetzt ist es alles gut gelaufen. Wir schützen uns auch durch Ohrstöpsel. Ne? Denn ist ja auch nicht immer so einfach, so eine Musik zu machen und da nicht. Ne? Und bis jetzt läuft alles super. Also wir werden jedenfalls viel Spaß haben. Wir werden sehr viel Spaß haben. Ihr Spaß hat es nicht an euch. Ja, wie kannst du den Miet auf das Tutti-Hahn ein bisschen einsetzen? So. Genau. Jetzt und jetzt. Wie gibt es das Zeichen? Er lebte dort mit Schweinen und der Kuh. Zum letzten zähl ich seine Frau dazu. Doch auf dem Hof ist sauber und gepflegt, wenn er mit seinem Mäher drüber weht. Sein Nachbar hat sich öfter schon beschwert, weshalb er über seine Füße fährt. Sein Vater, der war ein Mannesmann und fasste die Frau von hinten an. Sein Herz war ziemlich alt und ganz schön schwach. Es hörte auf zu schlagen in der Nacht. Heidi ho, so ist es auf der Alm. Kommt doch mal vorbei, es könnte euch hier gefallen. Hopsassa, so ist es auf der Alm. Kommt doch mal vorbei, es könnte euch hier gefallen. Ho, Heidi 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 ho, Hopsassa. Genau, ja, gib mir. Hauptsache nur du und niemals Moll. Die Fröhlichkeit hat er für sich gepachtet, weshalb er abends gerne Schweine schlachtet. Die Lehrer seiner Schule waren streng, auf dem Zoll des Bundes langsam eng. Doch seine Lehrerin war ziemlich gnädig und zu seinem Glück war sie auch liebig. Heidi ho, so ist es auf der Alm. Kommt doch mal vorbei, es könnte euch hier gefallen. Hopsassa, so ist es auf der Alm. Kommt doch mal vorbei, es könnte euch hier gefallen. Oh, Heidi-ho, 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 Heidi-ho. Danke! Okay, es gibt von dieser Version.